Ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Wirklich, das sage ich nicht einfach nur so als Floskel, sondern mein Geist ist jubilierend und voller Freude, voller Erwartung, voller. Ich genieße eine geistliche Offenheit, die ich hier spüre, und das ist fantastisch. Das ist nicht immer so. Ich reise sehr viel seit 25 Jahren durch die Lande und sehe viele Gemeinden, und es gibt Gemeinden, wo ich geistlich nach Luft ringen muss, wo ich froh bin, dass ich meinen eigenen Sauerstofftank da hinten habe, und den muss ich dann schnell aufdrehen. Und wie beim Flugzeug, bei Druckabfall muss man die Maske nehmen und muss dann sehen, dass man sich selber mit Sauerstoff versorgt. Das ist hier nicht nötig. Ich will auch gleich sagen, lieber Thies, du wirst hier keinen Kugelschreiber sehen. Das ist Insiderwitz, das versteht ihr nicht. Aber mein Beter vorhin oder einer unserer Beter hat mir geschrieben: Du, wenn es ganz dicke kommt und wenn du merkst, du kommst nicht durch, ich stehe dahinter, ich bete. Und wenn du besondere Unterstützung brauchst, dann nimm einfach einen Kugelschreiber, und dann weiß ich, der ist nämlich jetzt live dabei, dann weiß er, dass er noch mehr Gas geben muss in dem unterstützenden Gebet. Aber heute kein Kugelschreiber, Thies. Vielen Dank. Halleluja. Es ist wunderbar, dass ich hier sein darf, dass ich zu diesem schönen Thema sprechen darf. Ich denke, das habt ihr alle mitbekommen. Perspektive in turbulenten Zeiten. Halleluja. Und folgende Aufgabe wurde mir gestellt: Ich soll eine praktische Anleitung geben, um ein festes Fundament des Glaubens zu errichten für euch. Das ist meine Aufgabe. Gewaltig. Damit du ein festes Fundament bekommst und ausgestattet wirst für die zu kommenden schwierigen Zeiten, brauchst du mindestens ein Jahr mit viel Bibelstudium, mit viel Gebet und ja, viel, viel Zeit mit dem Herrn. Aber eine praktische Anleitung zu geben, wie du dieses Fundament bekommst und worum es dabei geht, das kann ich in einer Stunde tun. Das heißt, das ist also eine Art Programm, das ich dir hier vorstelle, und das kannst du dann nehmen, wenn du das möchtest und wenn du klug bist, und dann sagst du: Okay, das mache ich jetzt. Und dann kniest du dich da rein. Und weil das ziemlich viel auch an Information ist, biete ich an, dass du dieses Skript bekommst von diesem Teaching. Und das kannst du dann in Ruhe dann durchgehen und das alles vergleichen und prüfen mit deiner eigenen Bibel. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du nicht einfach nur irgendwas nimmst, weil ich das sage, weil ich ein paar Jahre älter bin als ihr, sondern weil es in deiner Bibel steht. Das ist so, so, so wichtig. Seit meiner Bekehrung 1974 war ich 21 Jahre. Jetzt kannst du rechnen, wie alt ich denn wohl jetzt bin. Viele von euch könnten meine Kinder oder sogar meine Enkelkinder sein. Als ich 74 nicht gar nicht weit weg von hier in Minden zum Glauben kam, habe ich auf eine sehr dramatische und völlig unerwartete und ganz tiefe Art und Weise den Herrn erlebt. Ich habe den großen Vorteil, dass ich keine christliche Vergangenheit habe. Aber ich habe auch den großen Nachteil, dass ich keine christliche Vergangenheit habe. Wie passt das zusammen? Christliche Vergangenheit, wie mein Sohn das hatte, hat vor vielem bewahrt. Aber ich wurde nicht vor vielem bewahrt, sondern ich war ganz dick drin. Und als der Herr kam, war ich an einem Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich noch für mich zwei realistische Optionen gesehen habe. Das eine war lebenslang die geschlossene Psychiatrie mit den Gittern davor, oder das andere wäre der Friedhof gewesen. So war es. Und dann ist Jesus gekommen, und ich habe ihn kennengelernt als einen mächtigen Retter und Befreier. Halleluja, der heute noch genauso wie damals weiß, wie man mit Dämonen umgeht und wie Gefangene freigesetzt werden. Halleluja. Und von Anfang an war ich ein Sola Scriptura-Mann, obwohl ich den Begriff nicht kannte. Den habe ich erst viele Jahre später oder 20 Jahre später überhaupt erst mal so richtig wahrgenommen. Sola Scriptura bedeutet: Die Schrift ist der Maßstab für meinen Glauben. Nicht, was Leute mir erzählen, nicht, was ich irgendwo gelesen habe von anderen, sondern was wirklich in meiner eigenen Bibel steht. Ich habe sehr, sehr dramatische Begegnungen und Erlebnisse und Führungen erlebt mit dem Herrn in den ersten Wochen meines Christseins. Und ich kann mich noch erinnern wie heute: Da kam ich an meine Gemeinde, und da saßen da zwei Geschwister zusammen und beugten sich über die Bibel. Und der eine zeigte mit dem Finger auf eine Schriftstelle, und beide freuten sich.
Und zu meiner Schande muss ich sagen, da war Verachtung in meinem Herzen. Und ich habe gesagt, Mensch, ich habe den lebendigen Jesus, der redet zu mir, der gibt mir Aufträge, der führt mich, der sagt, geh dahin, mach das und jenes. Und diese lieben Leute, die freuen sich an einem Bibelvers. Und in dem Augenblick sprach ganz, ganz klar, wie ich das selten in meinem Leben erlebt habe, sprach der Herr in meinem Herzen und hat zu mir gesagt, Hartwig, der kennt mich, der benutzt meinen Namen. Und er sagte, Hartwig, die Bibel ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase in mein Buch zu stecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. Und von diesem Tag an, das ist jetzt über 40 Jahre her, habe ich nicht eine Sekunde überlegt und gezweifelt, ob dieses Buch vertrauenswürdig ist oder nicht. Das ist für mich sowas von sonnenklar und da gibt es überhaupt für mich nichts zu diskutieren. Und deswegen bin ich ein Sola Scriptura Mann. Für mich ist das maßgebend, was in diesem Buch steht und nicht, was Hans und Franz erzählt oder irgendwas und sei es ein Bestseller-Autor oder irgendwas. Wenn das nicht standhält mit diesem Buch, will ich damit nichts zu tun haben. Ich folge Jesus nach und das ist sein Buch und dieses Buch will ich ehren und das will ich lernen und das will ich auch weitergeben. Okay, also, dann gehen wir mal rein in das Thema. Eine praktische Anleitung, wie du ein festes Fundament des Glaubens errichten kannst. Und dieses feste Fundament brauchst du, weil, wie das der Titel ja schon sagt, wir in turbulenten Zeiten leben. Wie gesagt, ich habe schon einige Dinge mitgemacht und es gab einige Phasen in meinem Leben, die sehr, sehr dramatisch waren und wo sehr viel passiert ist auch. 11. September, sagt euch das Datum irgendwas? 11. September 2001, manche von euch waren noch gar nicht geboren. Ja? Da hat sich die Welt über Nacht verändert und da ist eine dramatische Entwicklung und auch eine geistliche Umwälzung passiert. Und noch ein anderes Datum hat sich mir sehr, sehr eingeprägt und das war der 9. November 1989. Der Tag, die Nacht, wo die Mauer gefallen ist. Auch da hat sich die Welt dramatisch verändert, in einem einzigen Augenblick. Ich war damals viel engagiert in der DDR und hatte dort viele, viele Freunde und fühlte mich immer sehr wohl und sehr verbunden mit den Leuten aus dem anderen Teil Deutschlands. Dann später durfte ich nicht mehr in die DDR und dann bin ich nach Russland gegangen und auch da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und deswegen fühle ich mich, aus welchen Gründen auch immer, immer sehr, sehr wohl bei Leuten, die so einen russlanddeutschen Hintergrund haben. Und ich glaube, dass Gott einen besonderen Auftrag hat. Das meine ich, sage ich, ich bin kein Schmeichler, das wirst du noch merken. Ich glaube, dass Gott einen besonderen Auftrag hat, dass es einen Grund hat, warum er Millionen von Menschen mit deutschem Hintergrund aus der damaligen Sowjetunion zurückgebracht hat nach Deutschland. Die durch viel Leid gegangen sind, die viel Verfolgung gegangen sind, die viel Schweres erlebt haben. Manche von euren Eltern oder von euren Großeltern sind durch ganz, ganz schlimme Dinge gegangen. Und Gott benutzt das. Und dieses uralte Erbe der Mennoniten, hat jemand den Namen gehört, Mennoniten? Das kommt von Menno Simons. Das war einer der führenden Leiter in der Täuferbewegung, die entstanden ist zur selben Zeit, wie damals die Reformation war unter Luther. Bloß für Luther waren diese Leute zu radikal und er hat sie wirklich gehasst und hat sie verfolgt und sie sind durch viel, viel Schlimmes gegangen. Und da war Menno Simons. Und der Mann war so berüchtigt, dass der Besitz, der hat nie ein Buch geschrieben, nur kleine Schriftchen, der Besitz seiner Traktate stand unter Todesstrafe. Wenn du nur ein Traktat hattest von ihm, warst du des Todes schuldig. Kannst du sehen, wie die Autoritäten Angst gehabt haben vor diesem Mann. Ja, es sind doch nur Wörter. Nein, es sind nicht nur Wörter, sondern es sind Gottes Worte, die sind Geist und Leben und die haben Power und die bewirken Veränderungen. Halleluja. Und es gibt immer Kräfte, die sind gegen Veränderungen, aber Gott ist größer. Halleluja. Aber was ich jetzt erlebe seit einem Jahr, stellt all das, ob das 1989 der Mauerfall war, ob das 11. September war, das, was jetzt passiert, ist etwas, was ich in 67 Jahren noch nie erlebt habe.
Vielleicht ist euch das nicht so bewusst, aber es geschieht im Moment etwas, was niemals zuvor in unserem Land passiert ist. Und das wird dramatische Auswirkungen haben. Und es ist der Anfang von etwas viel, viel Größerem. Wenn wir denken, jetzt haben wir turbulente Zeiten, ihr Lieben, die turbulenten Zeiten, die kommen noch. Die richtig turbulenten Zeiten. Und das sage ich nicht, um irgendjemandem Angst zu machen, sondern das sage ich, damit wir weise sind, damit wir klug sind und sagen, okay, Gott ist größer als alle Umstände, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Und wir sehen in der Bibel bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt, wird es eine überwindende Gemeinde geben. Und dazu möchte ich gehören. Und dazu müsst ihr gehören. Es gibt nur die Option, am Herrn festhalten und mit ihm überwinden oder Kompromisse zu machen und abzufallen und dann sonst wo zu landen. Nur diese beiden Optionen gibt es. Dass diese krassen Zeiten fordern heraus, rechts oder links. Ein Mittelweg wird es nicht geben. Und es gibt eine Strategie, es gibt einen Plan, und den will ich entfalten, wie wir uns vorbereiten können. So bitte, ich hoffe, ich habe mit dem deine Aufmerksamkeit, hört gut zu. Und wie gesagt, vergleich das mit deiner eigenen Bibel. Es gibt, das werden wir jetzt nicht aufschlagen, aber es gibt im Alten Testament, als diese Zeitenwende war, als David, die Verfolgung ließ danach unter Saul und dann war David König über Juda und dann sollte er nach der Verheißung König werden über ganz Israel. Das war die Verheißung. Und in diesem Zusammenhang gab es viele verschiedene große militärische Einheiten, die Gott benutzt hat, diesen Plan zur Durchführung zu bringen. Und in dieser Aufzählung dieser verschiedenen militärischen Einheiten gab es eine sehr zahlmäßig kleine Einheit, die Söhne Issachars. Und ihr Vorteil oder ihre Gabe war, sie konnten die Zeiten verstehen. Und weil sie von Gott her wussten, was die Stunde geschlagen hat, was jetzt auf dem Programm Gottes stand, deswegen wussten sie, was sie selber und ganz Israel zu tun hatte. Also sie waren Pioniere, sie waren Wegbereiter. Sie haben gesagt, wir wissen das Gelände, da geht's lang. Und die Leute haben ihnen vertraut und sind ihnen nachgegangen. Und das brauchen wir heute in dieser Zeit. Hol nicht dein Weltbild und deine Idee, was passiert, von ARD, ZDF und Konsorten und auch nicht von irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien. Hol dein Verständnis, was passiert hier eigentlich. Hol das vom Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, er wird das Zukünftige verkündigen und er wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Das ist, was Jesus versprochen hat. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu verstehen, was sind das für Zeiten. Nicht nur das Negative zu sehen, nicht nur die schlimmen Entwicklungen zu sehen, sondern auch in dem Allen zu sehen, wie wird Gott sich verherrlichen. Wenn du mit offenen Augen schon deine Bibel studiert hast, dann weißt du, in den schlimmsten Zeiten, die jemals dieser Planet gesehen hat, wird es eine herrliche, siegreiche, überwindende Gemeinde geben, die kein Teufel kleinkriegen kann, einschüchtern kann, einsperren kann, ermutigen kann, bedrücken kann oder verängstigen kann, sondern es wird eine siegreiche Gemeinde sein. Und jetzt sind wir in dieser Zeit der Vorbereitung. Und die Chance, dass ihr zu dieser letzten Generation gehört, die das Wiederkommen Jesu sehen werden, das ist die Parallele zu David. Ja? Diese Söhne Issachars waren die Wegbereiter, dass die Verheißung sich erfüllte und dass König David König wurde über ganz Israel. Und jetzt leben wir in einer Zeit, die darauf abzielt, dass der König, der Herr der Herrlichkeit, zurückkommt auf diesem Planeten. Und die Bibel sagt, dass bevor das passiert, bevor es dieses herrliche, glorreiche Ende geben wird, geht die ganze Menschheit durch eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit. Und Jesus nennt es die große Trübsal, oder ich liebe mehr das Wort Bedrängnis, weil Trübsal, jedenfalls für mich im Deutschen, hat immer etwas mit trübsinnig zu tun.
Das ist überhaupt nicht gemeint. Das hat mit Gefühlen gar nichts zu tun. Es ist Drangsal, es ist Bedrängnis, es ist Druck, es ist Herausforderung, es ist Gefahr von außen. Das ist beinhaltet dieser Begriff Drangsal. Und Jesus sagt, es wird eine Drangsal geben, wie es niemals zuvor gegeben hat. Und wie sie niemals wieder kommen wird. Hat jemand von euch eine Vorstellung, wie viele Menschen im Zweiten Weltkrieg ihr Leben lassen mussten? Hat jemand eine Vorstellung? 55 Millionen Menschen ungefähr. Das kann man natürlich nicht so genau berechnen. Aber das ist so die Zahl, die man so findet. In einem Zeitraum von 12 Jahren haben 55 Millionen Menschen ihr Leben lassen müssen im Zweiten Weltkrieg. Die Trübsal dauert 7 Jahre und der eigentliche Teil sind die letzten 3,5 Jahre. Und in dieser Zeit wird ein Drittel der Menschheit umkommen. Weißt du, was das bedeutet? Nach heutigem Stand ungefähr 2 Milliarden Menschen. Wir können uns in unserer wildesten Fantasie nicht vorstellen, was das bedeutet. Und doch wird es in dieser Zeit der großen Not, der riesigen Bedrängnis und Herausforderung eine siegreiche Gemeinde geben. Jesus sagt, wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, die er vorhergesagt hat, dann werdet ihr eure Häupter emporheben. Das bedeutet, nicht entmutigt, nicht eingeschüchtert, nicht ängstlich, nicht verwirrt, sondern siegesgewiss. Voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Gewissheit. Unsere Erlösung ist jetzt ganz, ganz, ganz nah. Und ich sage immer gerne, in der Zeit, die da kommen wird, wird man einen Christen an der Art und Weise erkennen, wie er über die Straße geht. Weil Menschen, die Hoffnung haben, die haben ein Licht in den Augen und die stehen gerade. Und die sind nicht bedrückt und die schleppen nicht schwere Lasten, sondern sie wissen, okay, das ist jetzt alles furchtbar. Aber die Erlösung ist so, 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 so nahe. Halleluja. Halleluja. Jesus sagt von den Menschen in der Welt, die ihn nicht kennen und ihn nicht kennen wollen, sie verschmachten vor Furcht in der Erwartung all dessen, was auf den Erdkreis oder über die Erde kommen würde. Sie verschmachten vor Furcht, gelähmt von Angst. Jetzt ist schon, obwohl es kaum einen Anlass gibt, jetzt ist schon ein Geist der Angst da. Und Menschen reagieren auf eine irrationale Art und Weise und sagen, hallo, das hat doch mit den Fakten überhaupt nichts mehr zu tun. Aber dieser Geist der Angst und der Einschüchterung wird noch viel, viel mehr zunehmen. Und Halleluja, es ist ein Geist. Und Jesus hat den Teufel und alle finsteren Mächte am Kreuz entmachtet und besiegt. Und er sagt, ich gebe euch Vollmacht über alle Macht des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Christen, egal was passiert, brauchen nicht unter Angst zu leben, müssen nicht hoffnungslos sein, müssen nicht bedrückt sein, müssen nicht entmutigt sein, so, oh, ist das alles furchtbar und ich weiß auch nicht mehr, wie es jetzt noch weitergehen soll, sondern wir haben die Kraft Gottes, wir haben den Heiligen Geist und wir haben Gott, der in uns wirkt. Und was wirkt er in uns? Weil er ein Gott der Hoffnung ist. Er wirkt in uns Hoffnung, er wirkt in uns Ermutigung, er wirkt in uns Stärke. Und das ist die glorreiche Botschaft der Bibel, dass unser Innenzustand in keiner Weise abhängig ist von den Umständen. Die Menschen sagen, wie geht's dir? Naja, bei den Umständen. Wir sind nicht unter den Umständen. Jesus ist emporgefahren gen Himmel, nachdem er das Werk der Erlösung am Kreuz vollbracht hat. Er ist über den Umständen. Er ist nicht ratlos, er ist nicht entmutigt, er ist nicht planlos, er ist nicht verwirrt, er kratzt sich nicht am Kopf und sagt, meine Güte, es ist jetzt doch alles ein bisschen viel schlimmer, als ich mir das vorgestellt habe. Wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Jesus ist Sieger. Und er hat ein siegreiches Volk und er ruft Menschen zu sich, dass sie jetzt diese Zeit nutzen, um, wir haben es gehört, ein festes Fundament des Glaubens zu errichten. Halleluja. Halleluja. Und darum geht es. Darum geht es. So, was passiert in dieser Zeit? Was sagt die Bibel? Hebräerbrief sagt, dass
Gott versprochen hat, dass Gott verheißen hat, dass eine Zeit kommen wird, wo alles, was man erschüttern kann, erschüttert wird. Alles wird erschüttert werden. Das ist eine Prophetie aus dem Alten Testament. Und dann wird im Hebräer 12, brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, wieder aufgegriffen. Und alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Unser Finanzsystem, unser Gesundheitssystem, unser Rentensystem, unser Bildungssystem, unsere politischen Systeme, alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was Menschen geschaffen haben, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Und was ist die Absicht dieser Erschütterung? Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt es, damit das Unerschütterliche bleibe. Das Unerschütterliche ist das Reich Gottes. Wenn alles zusammenbricht, worauf Menschen ihre Hoffnung gesetzt haben, ihr Bankkonto, ihren guten Ruf, ihre soziale Absicherung und was auch immer, wenn das alles unter den Füßen wegbricht, dann fangen Leute an zu sagen, okay, gibt es irgendetwas Verlässliches, auf das ich mich noch gründen kann? Gibt es irgendetwas, was mir Halt geben kann? Und dann fangen sie an, Gott zu suchen, weil er der Fels ist. Halleluja. Die Erschütterungen machen Menschen offen, weil sie etwas suchen, worin sie Frieden finden können, weil sie etwas suchen, worin sie Sicherheit finden können. Und wenn in den Dingen, die sie bisher hatten, die ihnen Sicherheit gegeben haben, keine Sicherheit zu finden ist, dann sagen sie, okay, gibt es irgendetwas anderes? Und da wird eine siegreiche Gemeinde sein, die sagt, da ist der Fels aller Zeiten. Er wackelt und wankt nicht und sein Wort ist wahr und seine Verheißungen sind absolut zuverlässig. Und durch die Art und Weise, nicht nur den Inhalt, durch die Art und Weise, wie die Gläubigen über Jesus sprechen, kriegen Menschen Offenbarung. Das ist die Wahrheit. Es muss diesen Gott geben. Erschütterungen machen Menschen offen. Ich habe das sehr, sehr eindrücklich erlebt. Am Nachmittag des 11. September 2001, ich weiß ganz genau, wo ich da war, und wenn ihr da schon ein bisschen älter seid und euch erinnern könnt, dann wisst ihr auch an diesem Tag, wo ihr wart. Und ich war, als die Türme einstürzten in New York, ich war auf dem Flughafen in Paderborn. Und ich war dabei, mit einem Moslem zusammen nach Nordafrika zu fliegen zum Dienst. Kein guter Zeitpunkt, mit einem Moslem unterwegs zu sein in diesem Moment. Was meinst du, was da los war auf dem Flughafen? Die Polizei war völlig aus dem Häuschen. Und dann warteten wir auf den Flieger, der sich natürlich verspätet hatte. Und da war ein Geschäftsmann gleich nebenan bei uns. Und er war völlig aus dem Häuschen, also total anders, als du dir den vorstellst. Sein Äußeres mit Anzug und Köfferchen und allem war so professionell, aber der Mann war völlig durch den Wind. Völlig durcheinander, völlig aufgeregt und emotional. Und er telefonierte wie verrückt am laufenden Band und erzählte jedem seiner Bekannten, die er antelefonierte, er ist Geschäftsmann in New York und er müsste jetzt eigentlich in seinem Büro sein, in unmittelbarer Nähe von den Twin Towers, die zusammengestürzt sind. Und er sagt, er kann es nicht begreifen, er kann es nicht glauben, wie das sein kann, dass er, weil eine Terminverschiebung war, nicht dort war am Tag der Katastrophe. Und er war völlig aus dem Häuschen. Und mein Begleiter, ein Evangelist, hat sofort die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und hat ihm erzählt, es ist Gott, der sie bewahrt hat. Und obwohl dieser Mann wahrscheinlich ansonsten nur Dollarzeichen in den Augen hätte, der war auf einmal butterweich und er war offen für die Botschaft des Evangeliums. Warum? Weil er zutiefst erschüttert war. Und das hat sich mir eingeprägt. Das ist ein Bild, für was kommen wird. Die Erschütterung hat einen Sinn. Die Erschütterung hat den Sinn, dass Menschen nicht mehr auf ihre vertrauten Dinge sich verlassen können, sondern dass sie jetzt offen sind für die Botschaft des Evangeliums. Und wir lesen in der Bibel, dass in dieser schlimmsten Zeit der Menschheit eine riesige Schar von Menschen aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen, also auch Deutsche, errettet werden. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist die große Ernte, die aus dieser Zeit der großen Trübsal kommt.
Und es braucht Leute, es braucht Gottes Bodenpersonal, die nicht sich um sich selber kümmern, die nicht fragen, ja, was werden wir morgen essen und wo machen wir Urlaub und wo werden wir wohnen, sondern die vollkommen losgelöst von allen irdischen Bindungen dem Herrn vertrauen und sich ihm zur Verfügung stellen und sagen, wir sind jetzt hier als Erntehelfer und wir bringen die große Ernte ein. Und die Chance, dass ihr zu dieser Generation gehört, ist sehr, sehr, sehr groß. Ich bin kein Prophet und ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt, aber wir waren noch nie so nah dran wie heute. Das ist Fakt. Und was hier begonnen hat an turbulenten Entwicklungen in dieser Zeit, denkt nicht ein paar Monate, dann haben wir es geschafft, dann gehen wir wieder zurück zu normal. Ihr Lieben, das wird nicht so sein. Von jetzt an wird es immer mehr Kontrolle geben, immer mehr Überwachung geben, immer mehr Einschüchterung, immer mehr Arroganz der Macht und Demütigung der Machtlosen. Ihr Lieben, eine Entwicklung ist losgetreten, die wird sich vertiefen und vertiefen und vertiefen, bis dann das eintritt, wovon die Bibel redet, dass es da einen geben wird. Die Inkarnation des Bösen, der Antichrist. Und bevor Christus wiederkommt, kommt der Antichrist. Und bevor der Antichrist kommt, passiert noch was anderes, sagt Paulus. Das sind zwei markante Dinge, die passieren müssen, bevor Jesus wiederkommt. Und das ist der Abfall. Das heißt, dass Menschen, die einmal das Evangelium hatten, in großem Maßstab sich entfernen werden vom Wort Gottes. Wie Paulus das sagt, sie wenden sich ab von der Wahrheit und sie kehren sich zu menschlichen Erdichtungen. Das ist, was das Wort Fabeln bedeutet. Sie kehren sich zu menschlichen Erdichtungen und sie widerstehen dem Wort Gottes. Das ist, was Paulus prophezeit, 2. Timotheus 4, Vers 2, und sagt Timotheus, denk dran und zieh daraus die richtigen Konsequenzen. Und aus diesem Abfall, der offensichtlich im großen Stil stattfindet, sonst würde Paulus das ja nicht erwähnen, neben dem Erscheinen des Antichristen. Wenn Abfall eine kleine Sache wäre, warum nennt er das in einem Satz, in einem Atemzug? Es muss der Abfall kommen und es muss der Antichrist kommen, bevor Jesus wiederkommt. Aus dem Abfall wird es eine sehr, sehr mächtige, zahlmäßige, große religiöse Bewegung geben. Mit frommer Sprache, Liebe, Gott, Einheit und all diese Dinge. Und im Herzen, die Bibel nennt es die Hure, im Herzen dieser Hure, weil sie nicht treu ist, sondern sie gibt vor, Gott zu dienen, aber in Wirklichkeit dient sie der Macht. Und diese Hure wird voller Hass sein auf die Braut und wird die Braut verfolgen. Die Bibel sagt, sie wird trunken sein vom Blut der Heiligen. So ein Merkmal dieser Zeit, die auf uns zukommt, ist Verfolgung. Es wird Verfolgung kommen. Und es wird nicht mehr lange dauern, wo wir keine andere Wahl haben, als die wahren Nachfolger des Herrn in den Untergrund zu gehen. Das wird kommen, ihr Lieben. Egal, wie viele Jahre das noch dauert, ich sehe das ganz klar, das wird kommen. So, da wird Verfolgung kommen. Aber nach der Hure, oder die Hure bringt den Antichrist in Position und dann kommt die Herrschaft des Antichristen und dann kommt noch heftigere Verfolgung. Das ist, was die Bibel sagt. Und die Hure selber wird zerschmettert werden durch den Antichristen. Das ist die biblische Perspektive. Und wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir nicht, ob dieser Dinge, die man schnell irgendwie lesend erfassen kann, in Verzweiflung und Entmutigung untergehen. Denn das Wirken Gottes ist viel, viel, wie soll ich das sagen, kunstvoller getarnt in der Bibel als das Böse. Es gibt sogar Leute, die sagen, ja, es wird schlimm und immer schlimmer und immer schlimmer. Das ist eine Seite. Die andere Seite, es wird herrlich und immer herrlicher und immer herrlicher. Über den Völkern Finsternis, aber über dir geht die Herrlichkeit des Herrn auf. Die besten Zeiten der Gemeinde stehen vor uns. Halleluja. Wo eine Gemeinde ist, die Jesus liebt über alles, die völlig eins ist, die ganzen denominationellen Grabenkämpfe wird niemand mehr interessieren.
Sie wird eins sein, sie wird herrlich sein, sie wird mit großer Macht bekleidet sein und wird inmitten dieser Verfolgung mit Zeichen und Wundern, aber noch viel mehr mit Christusähnlichkeit in glaubhafter Weise das Evangelium verkündigen. Jesus sagt, dass die Botschaft des Reiches Gottes verkündigt werden wird mit Zeugnis, das heißt mit Beweiskraft, mit übernatürlicher Beglaubigung und Bestätigung in der ganzen Welt, allen Nationen. Und dann wird das Ende kommen, nicht vorher. Dann wird das Ende kommen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um diese versteckten Hinweise einer siegreichen, herrlichen Gemeinde wirklich zu sehen. Sonst sind wir überwältigt von den angsteinflößenden Berichten und Darstellungen und denken, meine Güte, wer kann denn da noch überleben? Wie können wir da irgendwie standhalten? Wie können wir da überhaupt noch irgendwie dafür sorgen, dass wir auf Kurs bleiben? Ihr Lieben, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist der Heilige Geist da, die Gnade Gottes noch viel mächtiger. Und in den schlimmsten Zeiten wird die Gnade Gottes in einer solchen Art und Weise da sein, wie wir es nur vergleichen können mit den Anfängen, die wir in der Apostelgeschichte aufgezeichnet finden. Das ist, was uns erwartet. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, um die Schriften wirklich zu verstehen. Denkt an Jesus nach der Auferstehung. Da waren die Jünger von Emmaus und die gingen und waren sehr betrübt, weil sie wussten, der, auf den sie Hoffnung gesetzt haben, ist gestorben. Und dann kommt ein Fremder dazu und das war Jesus, aber sie haben ihn nicht erkannt. Der auferstandene Jesus. Und dann fängt er an, mit ihnen zu reden über die Schrift. Und das heißt, er öffnete ihnen die Schriften. Was verstehst du darunter? Er öffnete ihnen die Schriften. Du weißt ja, damals hat man ja nicht Bücher gehabt, sondern da hat man Rollen gehabt. So hat Jesus da einen Bollerwagen mit lauter Schriftrollen hinter sich hergezogen und dann die Rollen so ausgebreitet und die Schriften geöffnet. Nein, was das bedeutet, er öffnete ihnen die Schriften, findest du ein paar Verse weiter im selben Kapitel, Lukas 24, eine andere Situation. Jünger sind wieder zusammen, wieder eingeschüchtert, voller Angst, Tür verrammelt, verschlossen und Jesus kommt durch die Wand und sagt, Friede sei mit euch. Und dann finden wir dieselbe Formulierung, aber noch ein bisschen weiter erklärt. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Und das, ihr Lieben, Jesus ist jetzt im Himmel, auf dem Thron, zur Rechten des Vaters. Diesen Dienst, die Schriften zu öffnen und uns Verständnis zu geben, dass wir wirklich Gottes Perspektive haben und nicht eine menschliche und schon gar nicht von einem religiösen Geist. Diesen Dienst tut heute der Heilige Geist. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Hier wäre ein erster praktischer Vorschlag in dieser Anleitung, wie du ein festes Fundament bekommst. Mach es dir doch zur Übung, wann immer du deine Bibel aufschlagen willst, dass du einen Moment innehältst und sagst, lieber Heiliger Geist, du bist der Autor. Nur du weißt, was es wirklich bedeutet. Und ich habe vielleicht Abitur, aber ohne dich verstehe ich gar nichts oder verstehe nur Verkehrtes. Ich brauche dich. Komm und tu jetzt, was Jesus verheißen hat. Lehre du mich, führe mich in alle Wahrheit hinein. Er ist ja der Parakletos, das bedeutet vom Griechischen, der zur Hilfe Herbeigerufene. Es gibt immer noch Christen, die überlegen, ja, darf man überhaupt mit dem Heiligen Geist reden? Jesus sagt, er kommt, er wird bei euch sein, er ist euer Helfer, er lehrt euch, er tröstet euch, er bringt euch die Liebe Gottes. Was soll da diese unsinnige Frage, dürfen wir mit ihm reden? Wir müssen mit ihm reden. Er tut jetzt den Dienst, er ist in dir, er ist bei dir. Jesus auf dem Thron im Himmel neben dem Vater, die Person der Gottheit, die jetzt bei dir ist. Und dir so nah ist, wie niemand sein kann, ist Gott der Heilige Geist. Und er hat eine Absicht, dir die Augen aufzutun über Jesus, über die Schönheit, über das Herz, über die Gesinnung, über die Werte, die Jesus in seinem Herzen trägt. Das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Und wenn wir etwas brauchen in dieser Zeit, die vor uns liegt, dann brauchen wir Jesus.
Wir brauchen viel, viel, viel mehr von Jesus. Und es ist der Heilige Geist, der von Jesus nimmt und dir Mitteilung macht und dich prägt, dir die Augen auftut, dich festmacht, dich stark macht, dich sicher macht, dich in Geborgenheit bringt, sodass du auch Dinge tun kannst, die menschlich gesehen völlig verrückt sind. Paulus und Silas waren im Gefängnis. Was haben sie gemacht? Sie haben Gott gepriesen. Und das war ja nicht moderner Strafvollzug, so wie wir das heute haben mit Fernsehen und Internet und drei Mahlzeiten pro Tag und viel Sport und viel Freizeit und so etwas. Das war etwas total anderes. Und in diesen schrecklichen Umständen konnten sie Gott preisen. Paulus sagt sogar, in all meinen Drangsalen bin ich überreich an Freude. Stell dir mal das vor. Also das ist Paulus, das ist so extrem. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der übertreibt maßlos und der erzählt uns hier einen vom Pferd. Oder das ist möglich, das hat er erlebt. Und wenn er es erlebt hat, dann können wir es auch erleben. Und er schreibt aus dem Gefängnis, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und ich sage es euch nochmal, freut euch in dem Herrn. Das bedeutet, weil ja Gott nicht ungerecht ist, weil Gott nicht Gebote gibt, die ja menschlich oder die überhaupt irgendwie unmöglich sind zu erreichen. Wenn er sagt, freut euch alle Zeit, dann muss es möglich sein, in den schlimmsten Umständen sich an Gott zu freuen. Daran arbeite ich hart und habe noch viel vor mir. Aber es geht heute viel, viel besser als vor 20 Jahren, als ich begonnen habe, mir dieses Ziel zu setzen. Ich will Gott kennenlernen. Ich will ihm nahe sein. Ich will von ihm geprägt werden. Ich will frei sein von der Macht der Umstände. Ich erlaube nicht, dass Umstände meine Gefühle diktieren, sondern ich will in das hineinkommen, dass ich in Gott ruhe und dass ich das erlebe, was Jesus sagt. Er sagt zu seinen Jüngern, als er von dieser kommenden Zeit spricht, euer Herz erschrecke nicht. Also die Ungläubigen verschmachten vor Furcht, aber zu seinen Jüngern sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Das bedeutet, es ist möglich, ein unerschütterliches Herz zu bekommen. Halleluja. Und wenn du einmal überlegst, was du wirklich brauchst in den kommenden Zeiten und wie du dich vorbereiten musst, dann weißt du, du musst nicht Klopapier im Keller bunkern oder dir einen Luftschutzbunker bauen. Was du brauchst für die kommenden Zeiten, was absolut unersetzlich ist, ist ein festes Herz, das inmitten von dickstem Trouble Gott vertraut und nicht von Angst hin und her gescheucht wird wie ein armes Hühnchen, sondern du bist klar. Und du weißt, was Gott von dir will und du hast deinen Platz eingenommen und du bist da, um anderen zu dienen. Du bist nicht dafür da, um für deine Existenz zu sorgen oder für deine Zukunft, sondern du weißt, deine Zukunft ist in seiner Hand. Er hat gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Das ist ein Bibelvers. Aber was wir brauchen, ist mehr als Bibelverse. Das soll und muss und kann in uns eine Realität werden durch den Heiligen Geist. Und das ist die Vorbereitung, ein Herz zu bekommen, das in ganz tiefer Weise Gott kennt, mit ihm verbunden bleibt und ihm vertraut, mitten in den großen Schwierigkeiten. Und jetzt ist die Zeit, wo du dich fragen musst, was will ich mit der Zukunft anfangen? Was ist mein Lebensziel? Was will ich? Könntest du das definieren, wenn ich jetzt mit dem Mikro durch die Reihen gehen würde? Keine Angst, tue ich nicht, bin auch beschäftigt. Und würde dich fragen, ja, worum geht's in deinem Leben? Was möchtest du haben? Worum geht's dir? Um was bemühst du dich? Was willst du sehen? Wie sieht deine Zukunft aus? Ich kann dir sagen, seit vielen, vielen Jahren, meine Antwort steht fest. Ich möchte einen Satz hören. Das ist mein Lebensziel. Ich möchte einen Satz hören. Und zwar den Satz aus dem Mund von Jesus. Gut gemacht, du treuer Knecht. Komm rein in die Freude deines Meisters.
Diesen Satz will ich hören. Alles andere ist mir vollkommen wurscht. Halleluja. Und dafür habe ich mich festgelegt. Und daran arbeite ich hart. Jeden Tag. Sagt er, wie kann man daran arbeiten? Das ist genau das, was ich erklären will. Gute Frage. Ich sehe, wir kooperieren. Wunderbar. Du brauchst ein Ziel, du brauchst ein Verständnis. Wer willst du sein in dieser Zeit der Erschütterung? Willst du ein aufgescheuchtes Hühnchen sein, das aufgeregt über den Hühnerhof rennt und nur gackert und keinen Plan hat und mal rechts, mal links und nicht weiß, wo, was jetzt vorne und hinten ist? Oder willst du einer sein, der ruht und er weiß, ich bin jetzt hier, um meinen Platz einzunehmen. Und ich bin hier, um Menschen zu segnen, um Menschen zu helfen, um Menschen zu zeigen, da ist ein Gott im Himmel. Du musst dich heute, nicht heute Abend, aber in den nächsten Tagen und Wochen, meinetwegen noch wenige Monate, musst du dich entscheiden, was du willst. Willst du einen Glauben haben, wie ihn die Bibel beschreibt? Hör mal, was da steht, Psalm 27, da war David, der durch viel Verfolgung und Ungerechtigkeit gegangen ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, Psalm 27 ist das. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen, wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Wenn sich schon ein Herr wider mich erhebt, wieder mich legt, sorry, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so bleibe ich auch dabei getrost. Und du musst jetzt entscheiden, ist das ein nettes, schönes, aber nicht ernst gemeintes religiöses Gedicht? Oder hat David diese Art von Glauben gehabt? Und wenn er diese Art von Glauben gehabt hat und nicht einfach uns was erzählt hat, was er selber nicht kannte. Und Jesus sagt, er sprach im Heiligen Geist. Jesus sagt, David sprach im Heiligen Geist. Das heißt, er war in der Wahrheit. Er hat uns nicht Lügen aufgetischt. Er hat nicht übertrieben. Er hat nicht fromme Gedichte geschrieben zur Auferbauung, von denen er natürlich wusste, seufzt, da kommt niemand hin und ich auch nicht. Er beschreibt hier sein Vertrauen in Gott. Und wenn das so ist, wenn David das hatte, dann kann ich das auch bekommen. Weil ich bin genauso ein Mensch wie David oder wie irgendwer anders auch. Genauso fehlerhaft und genauso schwach und genauso mit einer natürlichen Tendenz zum Ausweichen von Konflikten und lieber Kompromisse zu wählen. Aber Gott hat ein Werk getan in David. Und Paulus sagt, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und da musst du drauf reagieren. Und ich sage, naja, sehen wir mal, kann mir das nicht so vorstellen, ich weiß nicht, bei mir. Also. Oder du sagst, ja. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und was David hatte, will ich auch haben. Und ich habe alles Recht dazu, das zu bekommen. Und ich lege mich fest und ich werde jetzt ein Programm entwickeln, ein Übungsprogramm. Und das geht es hier. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Bis entweder Jesus wiederkommt oder du siegreich ins Grab sinkst. Und das ist deine Entscheidung. Und du musst dich in dieser Zeit entscheiden. Wo willst du hin? Wo möchtest du in 20 Jahren sein? Fortgezogen von der Welle der großen Verführung, des Abfalls? Oder willst du zur Braut gehören, die Jesus immer mehr liebt und aus lauter Liebe zu immer größeren Opfern bereit ist? Nicht, weil du das musst, sondern weil diese Liebe durch den Heiligen Geist für Jesus in deinem Herzen ist. Du entscheidest in diesen Tagen und Wochen und Monaten, wo du sein willst in 20 Jahren. Nehmen wir noch eine andere Schriftstelle, die das Gleiche beschreibt. Psalm 112, Vers 7 und 8. Vor bösem Gerücht oder bösen Nachrichten
fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost. Er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Halleluja, was für ein Vers, was für eine Perspektive. Das gibt es, ihr Lieben. Nicht nur David hatte das, sondern jeder, der mit Gott geht, kann das haben, wenn er sich danach ausstreckt. Und das ist der Punkt. Es ist nicht einfach etwas, was dir in den Schoß fällt, während du mit allem möglichen anderen beschäftigt bist, sondern es erfordert einen fokussierten Lebensstil. Es erfordert, dass du das Ziel dir vor Augen stellst und dann sagst, welche Maßnahmen dienen dazu, dass ich diesem Ziel näher komme und welche Maßnahmen würden mich hindern, diesem Ziel näher zu kommen, und die lasse ich dann beiseite. Nicht, weil ich muss, nicht, weil irgendein frommes Gesetz mich plagt, sondern weil ich mich entschieden habe, ich will diesen Platz des vollständigen Vertrauens haben. Ich will, dass nicht nur ein Werk in mir begonnen wurde, sondern vollendet wird. Ich möchte, dass er in mir der Vollender meines Glaubens ist. Und was ist das Vollendete? Wie sieht der vollendete Glauben aus? Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist die überwindende Brautgemeinde am Ende, der nichts wichtiger ist, außer Jesus treu zu sein, was immer das bedeutet. Wie Paulus sagt, ob durch Leben oder Sterben, Gott soll verherrlicht werden. Und wir können sagen, das ist ein herrliches Ziel. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Lohnenswerteres, es gibt nichts Besseres. Das will ich haben. Und aus diesem Gebet, aus diesem Wunsch heraus, muss, wenn es echt ist, danach ein Lebensstil kommen, der anders ist, als was du bisher lebst. Oder intensiver und geradliniger und klarer. Hör mal nochmal hier. Psalm 27 ist gar nicht hier, aber in diesem Buch ist es Psalm 27. Wir hatten nur gelesen bis Vers 3. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Jetzt kommt Vers 4. Eines erbitte ich vom Herrn, nicht 20 Dinge. Eine einzige Sache will der haben. Er sagt, ist mir egal, ob ich König bin oder nicht, ob ich viel Geld habe oder nicht, ob Leute gut reden von mir oder schlecht, ist mir alles egal. Ich will nur eins haben. Eines will ich haben. Eines erbitte ich vom Herrn. Und dann geht's weiter. Und nach diesem will ich trachten. Also erst Gebet, Bitte im Glauben. Das ist, worum ich bitte, das ist der Wille Gottes, Gott wird es mir geben. Aber danach muss ein Trachten kommen, ein Suchen, ein Streben, ein fokussierter Lebensstil. Nur zu bitten und dann zu denken, naja, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht hört Gott mein Gebet, vielleicht auch nicht, naja, ist auch egal. Das wird es nicht bringen. Aber wenn ich sage, das ist, was ich will. Und das, was ich will, ist der Wille Gottes. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, es ist durch Gnade, dass das Herz fest wird. So, ich weiß, was ich will. Ich weiß, es ist der Wille Gottes. Ich weiß, er hört mich. Und jetzt muss mein Lebensstil in Übereinstimmung mit dieser Bitte kommen. Danach trachte ich. Nicht, ich habe darum gebeten, jetzt gucken wir mal, ob es passiert, sondern ich trachte danach. Wonach trachtet er, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang? Und jetzt hier, Achtung, im Deutschen ist es ein bisschen unglücklich, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Manche von euch können wahrscheinlich in Russisch, vielleicht kannst du auch in Russisch lesen, was steht in der russischen Bibel? Die Schönheit. Um die Schönheit des Herrn zu sehen. Die Deutschen haben da einen Knacks, weil irgendwer hat ihnen erzählt, Glaube hat aber nichts mit Gefühlen zu tun. Andere Nationen sind da viel entspannter. Die Englischen sagen, the beauty of the Lord. Die Spanier sagen, die Schönheit Gottes. Die Russen sagen, die Schönheit Gottes. Die Deutschen bringen dann so ein Wort, wo keiner weiß, was soll denn das sein? Die Lieblichkeit.
Die Schönheit Gottes zu sehen, war sein Begehren, weil er wusste, daraus kommt Festigkeit, daraus kommt Radikalität und Klarheit und Eindeutigkeit. Das kommt nicht aus Willenskraft, das kommt nicht irgendwie, indem wir da versuchen, irgendwie zu trainieren, sondern es kommt von ihm. Er wirkt in dir ein wunderbares Werk. Und alles, was du zu tun hast, dieses Werk zu verstehen auf der Grundlage der Schrift, zu begehren und dann ein paar kleine Änderungen in deinem Leben einzubauen. Und dazu gehört jeden Tag. Każde utra, jeden Morgen, den Herrn zu suchen, in seine Gegenwart zu kommen, dein Herz ihm zu bringen, weil du verstehst, das, was du brauchst in Zukunft, hast du nicht, aber er hat es und er will es dir geben. Und deine Aufgabe besteht darin, treu zu sein, ob es stürmt oder schneit, ob du traurig bist, ob du überglücklich bist, ob du verliebt bist oder deine Liebschaft verloren hast oder was auch immer. Du bist fokussiert auf den Herrn und sagst, ich will ihn. Er ist mir wichtiger als irgendwas anderes. Manche von euch haben vielleicht gelernt, ja, als Christ, da sollte man schon jeden Morgen seine stille Zeit haben. Ihr Lieben, damit kommst du nicht weit. Du musst verstehen, warum und dann wie sollst du Gott suchen. Und dann tust du es nicht, weil du musst, nicht weil deine Eltern gesagt haben, denk dran, lies die Bibel, bet jeden Tag. Sondern du tust es, weil du weißt, es kommen schreckliche Zeiten. Und ich habe die Chance, zur Siegerschar, zur Überwinderschar zu gehören. Ich habe die Chance, zu der Schar zu gehören, die nicht kopflos durch die Gegend rennen, sondern die wissen, was das alles bedeutet. Und die wissen, was sie zu tun haben und wie sie jetzt für andere da sein können und die Ernte einbringen können. Halleluja. Gott ruft dich, dass du Entscheidungen triffst. Was willst du mit deinem Leben? Worum geht es? Was ist dir wirklich wichtig? Und dann diesen Lebensstil zu kultivieren, Gott wirklich kennenzulernen. Nicht vom Verstand, ja? Alle Christen wissen, Gott ist Liebe. Aber wie viele Christen gibt es, die seufzen, wenn sie über eine Predigt hören über die Liebe Gottes, sagen, ich wünschte, ich könnte das mal erleben. Da ist mehr Ablehnung und mehr Verlassensein und Ungeborgensein als das Gegenteil. Und sie wissen nicht, was muss passieren, damit Gott in mir meine Innenatmosphäre verändert und mir statt Ablehnung oder sogar Selbstablehnung Geborgenheit, Identität, Sicherheit, Freude daran, dass ich Kind Gottes sein darf, dass Gott mein Vater ist, dass Jesus mein König ist, mein Erlöser ist und dass ich an seiner Seite bin und ich bin in seiner Hand und kein Teufel und keine Umstände und keine Bedrängnisse werden daran jemals etwas ändern. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, sagt Paulus. Ich bin gewiss, dass nichts mich trennen kann. Keine Umstände, kein Teufel, keine schrecklichen Dinge, keine Angst, kein gar nichts. Nichts kann mich trennen. Was war das Geheimnis der ersten Christen? Warum hat in 3 Jahrhunderten unter den schlimmsten Umständen, die man sich vorstellen kann, ich hoffe, du hast schon mal ein bisschen gelesen über die Christenverfolgung, die dort waren, bis zum Jahre 300 und ein bisschen. Wie war das möglich, ohne Internet, ohne gedruckte Literatur, mit beschwerlichen Reisemöglichkeiten, in 3 Jahrhunderten die ganze damalige bekannte Welt wurde durchdrungen mit dem Evangelium. Wie war das möglich? Wie war das möglich, dass sie sich nicht einschüchtern ließen, obwohl Menschen zu Märtyrern wurden? Der verrückte Nero, der hat Menschen, Christen genommen, mit Teer eingepinselt und an Pfähle aufgehängt und als Fackeln in seinem Park, damit er nachts ein bisschen Beleuchtung hatte. Der war total verrückt. Und doch haben sie nicht gesagt, wie kann Gott das zulassen? Wenn das ein Gott der Liebe ist, danke, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Sondern sie kannten Gott von innen. Sie kannten Gott als den Gott der Liebe, des Erbarmens, der Freundlichkeit, des Wohlwollens, der gesagt hat, ich will dich nicht verlassen und versäumen.
Und das ist unsere Aufgabe, Gott wirklich kennenzulernen. Und wie weit wir darin fortgeschritten sind, sehen wir an unseren emotionalen Reaktionen, wenn Dinge schiefgehen. Wenn wir angemacht werden, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir verleumdet werden, wenn wir Nachteile einstecken müssen im Beruf, auf der Arbeit oder im Freundeskreis. Unsere Reaktionen zeigen, wie stabil wir schon geworden sind. So, um das geht es, dass wir Gott wirklich kennenlernen. Guck mal hier, Psalm 9. Ich denke, Gott in seiner Weisheit hat das schon irgendwie genial gemacht, dass die ganze amerikanische Christenheit inspiriert wird. 9-11. Was war die Botschaft von 9-11, von den Terroristen? Angst. Wir haben die Macht, ihr seid die Nächsten. Wir haben euch auf dem Kicker und wir sind hinter euch her und ihr seid machtlos. Angst und Einschüchterung, das ist die große Gefahr von Terrorismus. Nicht die Zahl der Menschen, die dabei sterben, sondern der Rest, die eingeschüchtert sind. Das ist die große Gefahr. Und Gott weiß das. Und was ist die Antwort Gottes auf Einschüchterung und auf Angst? Richtig, Vertrauen. Vers 11, Psalm 9:11. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Und wenn du ein bisschen schon kundig bist in der Bibel, dann weißt du, Name steht für Wesen. Name steht für Wesen, für Charakter. Vertrauen in Gott kommt aus tiefer Kenntnis seines Wesens. Und da gibt es einen Unterschied zu sagen, ja, ich habe schon mal gehört, Gott ist Liebe. Oder zu wissen, die Liebe Gottes und zu erleben und zu genießen und daraus diese Zuversicht, diese Freude zu schöpfen. Gott ist meine Kraft. Gott ist da, der kennt mich wirklich. Der ist wirklich da, der führt mich, der bewahrt mich, der leitet mich, der tut mir wohl. Nicht praktische Segnungen, sondern seine Gegenwart tut mir wohl. Psalm 33. Ja, in ihm wird unser Herz sich freuen. Vers 21 ist das. Denn wir vertrauen seinem heiligen Namen. Siehst du? Erst kommt Vertrauen und dann kommt Freude. Aus wirklichem Vertrauen kommt Freude. Und noch einmal, Paulus, ich bin überreich an Freude in all meinen Drangsalen. Und ich habe mich entschieden zu glauben, dass das keine Übertreibung war, sondern dass das sein Leben war. Und sein Leben beweist, dass er niemals aufgegeben hat, dass er niemals zurückgewichen ist, dass er niemals eingeschüchtert gewesen ist, sondern auf Gott vertraut hat. Auch in ausweglosen Situationen. Denk mal, Paulus auf dem Meer. Er treibt auf dem Meer, hält sich an ein Stück Holz fest. Das Schiff ist schon in Stücke gegangen. Was denkst du, was der Teufel dazu ihm gesagt hat, als Paulus auf offenem Meer war? Also ich stelle mir die Unterhaltung ungefähr so vor. Paulus, ist dir klar, du bist hier fernab von irgendeiner befahrenen Schifffahrtsroute. Die Chance, dass irgendwer in diesem Wellenchaos dich hier findet und hier wieder rausholt, ist null. Sei Realist. Erkenne an, du hast verloren. Erkenne an, es war alles umsonst. Du bist einer Illusion gefolgt. Der Gott, auf den du vertraust, den gibt es nicht. Wenn der dich lieben würde, der würde so eine schlimme Situation niemals zulassen. So in dieser Art. Und dann vielleicht noch ein bisschen hämischer. Du Trottel. Hast dein Leben verschwendet für eine Illusion. Wach auf, sei Realist. Du bist am Ende. So redet der Teufel, wenn wir in wirklicher Bedrängnis sind. Ich weiß das. Und was hat Paulus gemacht? Hat er sich an diesem Stück Holz festgehalten? Nein, er hat sich festgehalten. Hallo Süße. Er hat sich festgehalten am Worte Gottes. Weil was war die Verheißung? Die Verheißung war, du wirst noch vor dem Kaiser stehen. Und er stand noch nicht vor dem Kaiser.
Und er hat gesagt, Gottes Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, hält er gewiss. Was mich hier trägt, ist nicht die Planke. Was mich hier trägt, ist das Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, aber ich weiß eins, ich komme hier raus und ich werde vor dem Kaiser stehen, weil der, dem ich diene, ist treu und wahrhaftig. Das war seine Hoffnung. Das Wort in ihm war seine Hoffnung, nicht die Planke. Siehst du die Schönheit von diesem Glauben? Siehst du, dass kein Teufel, keine Umstände, nichts kann diesen Glauben erschüttern? Nichts. Es gibt nichts. Keine Einschüchterung. Gar wenn ihr das tut, dann bringen wir euch ins Gefängnis. Okay, wir wollten schon immer in dieses Gefängnis rein, aber war Hochsicherheitstrakt. Jetzt kommen wir da rein und können da eine Gemeinde gründen. Wunderbar. Wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann bringen wir euch um. Oh, Halleluja, noch besser, dann sind wir gleich beim Herrn. So, was kann ein autoritärer Staat mit solchen Menschen tun? Nichts. Er kann sie nicht stoppen, er kann sie nicht einschüchtern, weil ihre Heimat und ihr Vertrauen ist nicht auf irdische Dinge gerichtet, sondern auf den Himmel. Halleluja. Und niemand kann ihnen das wegnehmen. Diese Art von Glauben wird gebraucht in den kommenden Zeiten der Bedrängnis. Und das Wunderbare ist, schwache Menschen wie du und ich können diese Gnade erleben, in diesen Glauben zu kommen. Weil es nicht vom Charakter abhängt, nicht von deiner Entschiedenheit, nicht von deiner Willenskraft. Es hängt einzig davon ab, dass du dich entscheidest. Und dass du nach deiner Entscheidung viele, viele kleine Entscheidungen triffst, mit denen du dokumentierst, das ist mir ernst, das will ich. Und jeden Morgen erscheinst vor Gott und sagst, hier bin ich, tu du dein Werk in mir. Mach da weiter, wo du gestern aufgehört hast. Gib mir diese Gnade, ein festes Herz zu bekommen. Und ich warte auf dich. So, du hast nicht deine stille Zeit, weil Mutti das gesagt hat. Du hast nicht deine stille Zeit, weil du möchtest, dass Gott hier und da eingreift und schwierige Dinge irgendwie in deinem Leben ändert. Du hast deine Zeit mit Gott, weil du ihn kennenlernen willst. Weil du ihn sehen willst durch den Heiligen Geist, wie er wirklich ist. Und möchtest, dass er seine Arbeit in dir tut. Mir kommt ein wunderbarer Vers, der steht nicht in meinem Konzept. So, wenn du das Konzept anfordern solltest, dieser Vers ist extra, so notieren dir bitte. Hebräer Kapitel 13. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Jetzt kommt das Wichtigste. Wie rüstet er uns aus? Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Lieben, es gibt zu viele Gläubige, die denken, an Jesus zu glauben heißt, ich muss jetzt dies und das und jenes tun. Und sie bemühen sich, gute christliche Dinge zu tun. Verstehe bitte, das Evangelium ist ja was ganz anderes. Das Evangelium ist, es geht nicht um, was du jetzt tun sollst. Es geht darum, was du ihm erlauben sollst, in dir zu tun. Das ist das Evangelium. Und aus dem heraus wirst du dienen. Aus dem heraus wirst du ein Beitrag zum Guten sein in deiner Gemeinde. Wirst Menschen dienen, wirst Menschen segnen, wirst vergeben, wirst all diese Dinge tun. Aber nicht, weil ein guter Christ tut diese Dinge, sondern weil der Heilige Geist in dir sein Werk tut. Und er ist deine Motivation. Halleluja. Und du weißt, meine Belohnung kann mir niemand nehmen. Und du sammelst Schätze im Himmel. Hast du mal darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet? Schätze im Himmel zu sammeln? Was sind das für Schätze? Und was passiert, wenn ich die nicht sammle? Ganz einfach, du wirst sie nicht genießen. Dein Leben hier ist dafür da, jetzt Schätze im Himmel zu sammeln. Und wenn du diese Perspektive noch nicht hast, dann hast du neutestamentliches Christsein noch gar nicht verstanden. Es geht nicht um hier und jetzt und die nächsten 30, 40, 50 Jahre.
Es geht um die Ewigkeit. Und was du hier und jetzt tust und wie du hier und jetzt dich entscheidest, am Montag, am Dienstag und nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahrzehnt und übernächstes Jahrzehnt, was du hier jetzt tust, das bewirkt, dass du dort oben Schätze sammelst, die du eines Tages genießen kannst. Christsein ohne diese Perspektive, es gibt eine Ewigkeit und das ist das Eigentliche, ist kein wirkliches biblisches Christsein. Es geht nicht, wie kommen wir hier gut durch? Wie sind wir hier erfolgreich? Wie machen wir Geld oder irgend so etwas? Es geht um etwas ganz, ganz anderes. Ein Herz zu haben für Gott. Um das geht es. Das eine Ding, was du brauchst, was ich brauche, ist Gott persönlich kennenlernen. Das ist das eine Ding. Und jetzt bitte erzähl du mir nicht, ja, den kenne ich ja schon. Dann frage ich dich, um was meint Paulus am Ende seines segensreichen Dienstes, wenn er sagt, ich möchte ihn erkennen. Was meint er damit? Wenn du mir erzählst, du hast ihn schon erkannt. Verstehst du? Es gibt Dimensionen, die weit das übersteigen, als was wir heute haben. Und diese Dimensionen müssen von dir und von mir erobert werden. Halleluja. Das plumpst dir nicht einfach so in den Schoß, während du irgendwelche anderen Dinge tust, sondern das ist ein Lebensstil. Und dieser Lebensstil heißt, ich suche Gott. Ich will ihn kennenlernen. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Bevor wir nicht die Furcht des Herrn gelernt haben, gibt es überhaupt gar keine Chance. Und mir ist egal, wie viele Bibelschuljahre oder theologische Seminare du gemacht hast oder dies oder das oder jenes oder wie lange du schon treuer Mitarbeiter bist in der Gemeinde. Ohne die Furcht des Herrn gibt es keine wirkliche Erkenntnis Gottes. Das ist ein Fakt, den viele nicht berücksichtigen. Und sie gehen akademisch, theoretisch, intellektuell, verstandesmäßig an die Bibel, aber ohne Herz, ohne Anbetung, ohne Opfer zu bringen. Gott ruft dich auf, Opfer zu bringen. Was sind diese Opfer? Der geht es schlecht, der geht es elend. Du hast keine Lust, du bist nicht motiviert. Und du sagst, aber ich habe mich entschieden, ich werde Gott preisen. Ich habe mich entschieden, ich werde ihn suchen. Ich bin nicht abhängig von meinen Stimmungen und von meinen Gefühlen, sondern ich bin hingegeben und der Heilige Geist gibt mir dazu die Kraft und die Motivation. Ich werde Gott suchen, jeden Tag, jeden Morgen, weil ich ein Ziel habe und weil ich dieses Ziel erreichen will. Und das wird sein. Dass du manches Mal, wenn deine Freunde irgendwie einen tollen Ausflug machen wollen oder wenn das demnächst wieder möglich sein sollte, Kino oder dies oder das oder jenes, du sagst, Freunde, ich kann nicht. Ich habe eine Verabredung. Oh, du hast eine Verabredung? Ja. Er wartet auf mich. Und du hast Gemeinschaft mit Gott und du suchst in der Stille den heiligen Gott. Und Jesus hat gesagt, wenn du die Kammer zumachst, was heißt das auf Deutsch? iPhone aus. Da geht es nicht darum, ja, wer schreibt mir jetzt eine Message? Die Message kommt jetzt vom Himmel und da kannst du mal deine Sachen beiseite legen, dein Computer und dein iPad oder dein irgendwas und sagst, ja, das ist, was Jesus meint, die Tür zu schließen. Und der Gott des Himmels schaut in das Verborgene. Und dann, er belohnt. Ihr Lieben, in welcher Religion gibt es das, dass es Lohn gibt für Beten? Wo gibt es denn das? Aber bei Gott gibt es das. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manche Tage, wo ich null Inspiration zum Gebet habe. Wo gerade Dinge schiefgelaufen sind oder ich diese große Lustlosigkeit meines Fleisches verspüre. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das will nicht beten, das will nicht an Gott sich freuen, das will nicht Gott suchen. Das will einfach nur rumhängen. Aber das Gute ist,
Du bist ja nicht Fleisch. Du hast nur das Fleisch. Du bist Geist. Du bist eine neue Kreatur. Und du bist ausgerüstet mit einem siegreichen, überwindenden Geist. Und wenn du das glaubst und in Aktion setzt, wirst du sehen, jedes Mal überwindest du das Fleisch. Halleluja. Und dann wirst du viele, viele Male in Tagen, wo Bedrückung ist oder Entmutigung mit Händen zu greifen ist, doch durchbrechen. Wie ein Flugzeug. Ich fliege relativ viel und das finde ich immer faszinierend. Oben scheint immer die Sonne. Ich habe noch nie erlebt, dass ich geflogen bin im Nebel oder in dunklen Wolken und man geht hoch, 10.000 Meter hoch und oben ist immer noch alles dunkel. Oben scheint immer die Sonne. Halleluja. Und das ist ein Bild für Leben im Geist. Das Flugzeug muss richtig Gas geben auf der Rollbahn. Das kann nicht so tuk, 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 tuk irgendwie, ja. Sondern es muss richtig Gas geben, da muss richtig Schub dahinter sein. Und dann bricht es durch und fährt hoch und durch die Wolken und oben scheint immer die Sonne. Und das ist ein Bild für Leben im Geist. Du musst Gas geben und sagen, ja, heute ist schwer. Und manches Mal sage ich dem Herrn, heute ist schwer zu beten. Und alles immer sagt, aufhören, Zeitung lesen. Aber ich lasse mich nicht kommandieren vom Fleisch. Ich starte durch und viele, viele Male erlebe ich es, dass ich dann durchbreche in das Licht, in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes. Und selbst wenn es so etwas gibt, was ich auch manchmal erlebe, wo man eine Stunde lang sich abmüht und man ist immer noch in den verhangenen Wolken des Trübsinns und der Bedrückung und der Schwere. Ja und? Es war nicht umsonst. Der Teufel will sagen, ja, was hat es jetzt gebracht, siehst du? Hat ja nichts verändert. Doch ich habe gezeigt, dass ich nicht abhängig bin von negativen Stimmungen. Ich habe gezeigt, dass ich aufstehen will und aufstehen kann. Halleluja. Und umso mehr geht es das nächste Mal wieder besser. Wir sind nicht abhängig von Stimmungen und von Umständen und von Gefühlen, sondern wir herrschen. Und wir bauen unsere Entscheidungen nicht auf, was uns in uns so kommt, sondern auf das, was Gottes Wort sagt, was die Wahrheit ist. Und David hat einen Bund gemacht, er hat ein Gelübde getan. Alle Zeit, jeden Tag werde ich den Herrn loben. Das heißt, ich werde niemals zulassen, dass Umstände und Gefühle mein Gebet stoppen. Und es ist eine Sache, das zu lesen. Und es ist eine andere Sache, sich zu entscheiden, das zu tun, ihr Lieben. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das war eine der ersten Lektionen, die ich in den Anfangsjahren meines Christseins erlebt habe. Ich war damals 2, 3 Jahre Christ, hatte da eine Gruppe von zum Teil Neubekehrten, zum Teil Gemeindekids, die dann durchgebrochen sind zum lebendigen Glauben und erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Und ich hatte da eine kleine Gruppe von 20, 25 Leuten und ich habe gepredigt. Und die einzige Botschaft, die ich hatte, Siegeskraft im Lobgesang. Das habe ich aus dem Psalmen gelernt. Es gibt keine Umstände, die uns hindern würden, Gott zu preisen. Wir können immer dankbar sein, wir können immer ihn erheben, wir können immer auf ihn sehen, egal was passiert. Und ich war begeistert über diese Botschaft. Boah, das hat so viel Spaß gemacht, das zu verkündigen. Und dann kam eine Schwester, das war die Gemeindeschwester. Eine sehr weise Frau, die nachher noch eine große Rolle in meinem Dienst gespielt hat, als Beterin. Und sie kam eines Tages und sagte, weißt du, Gott hat dir eine wunderbare Botschaft gegeben. Ich dachte, ja, Halleluja, die hat geistige Unterscheidung. Und dann sagte, aber da eins fehlt dir noch. Ich denke, was soll mir noch fehlen? Ich habe eine wunderbare Botschaft, Siegeskraft im Lobgesang, was will die jetzt noch? Ja. Ich predige das mit Vollmacht und mit Klarheit und Inspiration. Was denn noch? Ich sage, ja, was meinst du, was fehlt dir noch? Und sie sagt, dass du lebst, was du predigst. Ich dachte, die ist aber ungeistlich. Aber kurze Zeit später, als ich noch überlegte, was meint die, wieso, das ist doch mein Leben, das ist doch, was ich mache, passierte etwas. Weil diese Baptisten-Kids,
14, 15, 16 Jahre wirklich durchgebrochen sind zum lebendigen Glauben, erfüllt wurden vom Heiligen Geist, anfingen in neuen Zungen zu sprechen, gab es eine Opposition bei den Eltern. Rettet unsere Kinder vor dem Jugendverführer. Und sie machten besorgte Elternabende und ich wurde da vor ein Tribunal geladen und schlimme Dinge sind passiert und Verleumdungen und Rufmord und ekelhafte Dinge, von denen ich nie geglaubte, dass Christen sich sowas antun. Ich war ja noch ganz jung im Glauben, ja, 3 Jahre. Und als das alles so auf mich reinprasselte, ich war so kaputt. Ich war so enttäuscht. Ich war so frustriert. Ich war so wütend. Wie kann das sein? Die haben dieselbe Bibel und die benehmen sich, als wenn ich irgendwie der Erzketzer wäre. Alles, was ich lehre, kann man mit diesem Buch belegen. Und die behandeln mich, als wenn ich der schlimmste Verführer wäre. Aber was ich nicht gesehen habe, nicht nur Enttäuschung und nicht nur Schmerz, sondern Rebellion und Selbstmitleid haben mich erfüllt. Und ich war richtig down, richtig am Ende. Und ich ging zu einer Schwester, um Rat zu holen. Die schien mir sehr geistig. Das war nicht diese Schwester, die erste. Die wollte ich jetzt nicht hören. Ich ging zu einer anderen, die war ganz lieb immer und ganz ermutigend. Und die saß auch immer in meiner Predigt und hat immer gehört. Und ich ging zu ihr und habe ihr erzählt, was die Gemeindeleitung gemacht hat und was die getan haben und was die für Lügen über mich erzählen, die Leute und dies und das und jenes. Und alles immer sagt, ja, die wird mich jetzt trösten und die versteht mich und ja, das ist wirklich furchtbar. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich sage, was soll ich denn jetzt machen? Und sie sagt, jetzt preist du den Herrn. Ich hätte die würgen können. Und das Schlimme war, ich wusste, die hat recht. Sie sagt, das ist, was du immer gepredigt hast. Wenn Dinge schief laufen, du preist den Herrn und er bringt dich durch. Siegeskraft im Lobgesang. Und damit es gar keine Diskussionen gibt, ging die auf ihre Knie, hob ihre Hände hoch und fing Gott an zu preisen. Und ich wusste ganz genau, was die wollte. Dass ich jetzt auf meine Knie gehe und Gott preise. Und da habe ich erstmal entdeckt, wie viel Rebellion, das kann nicht sein, nach all dem, was Gott hier mir zumutet. Jetzt soll ich ihn auch noch preisen? Wo gibt es denn sowas? Wut, Selbstmitleid, Rebellion. Keine Dankbarkeit, keine Wertschätzung, keine Danke Gott, dass du mich da durchführst, dass du mir das zumutest, dass ich daran wachsen kann. Danke, dass du mir hilfst. Dass ich nicht abhängig bin von diesen schlechten Gefühlen, dass ich frei sein kann, fliegen kann wie ein Adler, nichts davon. Und ich betete und ich stand da. Ich dachte, wo ist die Tür? Ein paar Schritte weiter war die Tür. Ich hätte gehen können. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach. Lass doch beten. Ich bin doch nicht blöd. Jetzt hier in dieser Situation und jetzt noch, wo sie das von mir will. Nee, das geht überhaupt nicht. Aber sie sagt, du hast versprochen oder du hast gesagt, es gibt keine Situation in deinem Leben, wo du Gott nicht preisen kannst. Und ich wusste, die hat recht. Und ich habe genau gewusst, ich kann jetzt gehen, kann einfach mich aus der Situation rausschleichen. Aber was sage ich im nächsten Meeting? Was predige ich denen dann noch? Ich hatte ja nur eine Botschaft. Und wenn ich die jetzt nicht lebe und das so versemmle, was soll ich den Leuten erzählen? Und irgendwann habe ich verstanden, ich habe keine andere Wahl. Und natürlich solche Sekunden oder vielleicht 2 Minuten, das kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Und in mir tobte der Kampf. Sie hat recht und ich muss es tun, weil es das Wort sagt. Nicht nur, weil ich es gepredigt habe, weil es das Wort sagt. Aber ich will nicht. Und ich musste mich entscheiden. Und ich ging auf meine Knie, hob die Hände hoch. Und du kannst dir vorstellen, das war das kleine Halleluja. Nicht das Große. Und Jahre später habe ich verstanden, dass das ein Scheitelpunkt, ein Wendepunkt war in meinem Dienst. Und Gott hat mir die Weisheit gegeben, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn ich die nicht getroffen hätte, gut, es wäre eine weitere Gelegenheit gekommen, aber wenn ich in meiner Sturheit geblieben wäre, in diesem Schmerz, in diesem ungerecht behandelt sein, jetzt auch noch dankbar sein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn ich dabei geblieben wäre, würde ich heute hier nicht stehen.
Ihr Lieben, manchmal gibt es Prüfungen und da müssen wir sehr genau aufpassen, wie wir reagieren. Und das Heikle an den Prüfungen des Glaubens ist, sie werden nicht angekündigt. Nicht wie ein Test in der Schule. Erst hinterher weißt du, das war ein Test. So lass uns vorsichtig sein, lass uns gucken, was sagt das Wort und wie können wir wirklich uns hineinbegeben in die Ordnung Gottes. Wie können wir ein Herz bekommen, das Gott kennt? So, ich sagte schon, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis Gottes. Wer von euch hat schon mal ein Bibelstudium gemacht über die Furcht des Herrn? Darf ich mal die Hände sehen? Ihr kommt nicht aufs Bild, keine Angst. 1, 2, 3, 4, 1,5. Ah, da noch 2, ja, 5, 6. Okay. Aber das bedeutet, der überwiegende Teil von euch hat das noch nie getan. So, hier wäre eine gute Gelegenheit, Schritte zu gehen. Wenn du ein Bibelstudium machst, und wie macht man das? Man holt alle Schriftstellen raus aus der Bibel über Furcht des Herrn, Gott fürchten, die es überhaupt nur gibt. Und dann sagt man, Heiliger Geist, erklär mir das. Was bedeutet das? Und da sitzt man Wochen und Monate dran und dann kommt der Heilige Geist und er lehrt uns, was die Furcht des Herrn ist. Und natürlich, das hat nichts mit Angst zu tun, aber es ist eine Haltung des Respektes, der Ehrfurcht. Es ist eine Haltung, wie Jesus sie hatte. Ich tue allezeit, was dem Vater gefällt. Gott gefallen wollen, weil wir wissen, wenn wir im Fleisch leben, wir können Gott nicht gefallen. Wir wollen ihn ehren, wir wollen ihn erfreuen, wir wollen seinen Namen nicht entweihen. Das ist unsere Herzenshaltung. Und nur der Heilige Geist kann das in uns wirken, dass das uns wichtiger ist, als unseren Vorteil zu suchen oder Nachteile zu vermeiden. Nur der Heilige Geist kann das tun. Und diese Furcht des Herrn, ihr Lieben, ist das Kostbarste, was du jemals auf Erden besitzen kannst. Durch die Furcht des Herrn, mitten im Bedrängnis, wirst du gut schlafen, im Frieden schlafen. Sogar deine Kinder werden gesegnet sein. Du wirst versorgt sein. Gott wird mit dir sein. Und er wird dir seine Schatzkammer auftun. Und er wird dich beschenken, überbitten und verstehen. Wenn du studierst, was die Furcht des Herrn ist, und schaust dir diese Schriftstellen an, dann sagst du, ich Narr oder ich Schwachkopf, warum habe ich mich nicht schon längst um diesen Schatz bemüht? Vielleicht hast du eine Wunschliste, was du in deinem christlichen Glauben alles erleben möchtest. Wenn du die Furcht des Herrn studierst, deine Wunschliste von 35 Dingern schrumpft zusammen auf ein einziges Ding, die Furcht des Herrn. Und Gottes Wort sagt, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Sprüche 23, Vers 17. Dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Und das und nur das und nichts anderes ist die Voraussetzung, dass du wirklich in tiefer Weise Gott kennenlernen kannst. Lass mich zum Schluss zu einer Passage gehen, die eine Anleitung ist. Sprüche Kapitel 2. Eine Anleitung. Und das in der Tiefe zu verstehen, das dauert eine Weile. Sprüche Kapitel 2. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst, das mag ich so im Russischen, Sinmoi, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass die Weisheit dein Ohr leiht, dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, also nicht so arrogant daherkommst, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe Abitur, ich kenne mich aus,
Ja, sondern ich brauche Gott, ich brauche Einsicht, ich muss verstehen, worum geht es wirklich, was will Gott von mir, was hat Gott für mich, was bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist, was sind die Folgen von all diesem. Um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Das ist der Lebensstil, in wenigen Worten beschrieben, von 1 bis 4. Achte darauf, dreimal wenn du, dreimal wirst du herausgefordert, bestimmte Dinge zu tun in deinem Leben, als Lebensstil, immer, immer wieder. Und jetzt Vers 5, dann, dreimal du, wenn, und dann einmal Gott, dann. Verstehe das. Gott reagiert auf deine Entscheidungen. Du bist jetzt dran. Du kannst sagen, das leuchtet mir ein, das verstehe ich. Ich hab's nicht, aber ich will dieses Streben, dieses fokussierte Leben. Ich will das haben und ich werde das bekommen und ich werde da hineingehen. Und ich gehe diese Schritte, ich nehme das Wort an mit Sanftmut, wie Jakobus es sagt. Ich will die Gebote ehren und nicht denken, ja, wie heute so verrückte Hypergrace-Typen, ja, Gebote brauchen wir nicht mehr, ihr Lieben. Die Gebote sind extrem wichtig, aber nicht aus eigener Kraft erfüllen wir die, damit Gott uns annimmt, sondern weil Gott uns angenommen hat, holen wir jetzt die Gnade, die Gebote zu leben und zu erfüllen. Verstehst du den Unterschied? Ja? Wir sind nicht unter dem Gesetz, wir mühen uns nicht ab, oh, wenn ich das nicht tue, dann kann Gott mich nicht segnen. Nein, weil Gott mich gesegnet hat, weil ich eine neue Schöpfung bin, weil ich Verlangen habe nach Gott, weil alles in mir, in meinem Innern, Lust hat an den Geboten Gottes. Deswegen strecke ich mich jetzt danach aus. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, das heißt Mühe, das heißt Einsatz, das heißt fleißig sein, das heißt wirklich einen fokussierten Lebensstil zu führen. Nicht, naja, wenn es kommt, kommt, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, sondern hast du mal, ich habe früher gerne so Berichte gesehen von Schatzsuchern. Wow, wie die sich vorbereitet haben. Wenn die auch nur die Ahnung hatten, da irgendwo in der Südsee ist so eine Galeere mit Gold irgendwie untergegangen und es gibt glaubhafte Berichte, das könnte so sein. Die haben sich Jahre vorbereitet, einen riesen Aufwand betrieben, um schließlich diesen Schatz zu finden und zu bergen. Das hat was mit Fleiß, mit Mühe, mit Hingabe zu tun. Ich weiß, dein Fleisch sagt jetzt, oh, diese Worte, wie ich die hasse. Fleiß, Mühe, Hingabe, Anstrengung. Aber das ist doch nur dein Fleisch. Das bist nicht du. Erkenne, viele Christen bleiben in der Niederlage, weil sie sich mit dem Fleisch identifizieren. Da kommt einer der Herren und sagt, such den Herrn jeden Tag. Oh nee, das ist anstrengend, dazu habe ich keine Lust. Das ist dein Fleisch. Und dann sagst du, was bin ich nur für ein schrecklicher Christ, dass ich solche Gefühle habe. Ja, mit mir ist wirklich nichts los. Identifiziere dich nicht mit deinem Fleisch. Dein Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das will nicht beten, das will nicht fasten, das will nicht Gott suchen, das will nicht Gott dienen, das will nicht Gott anbeten. Dein Fleisch ist untherapierbar. Genauso wie meins und wie das von Paulus. Aber Halleluja, du bist eine neue Kreatur und der Geist ist willig. Und der Geist ist fähig und du kannst sagen, ich bin Geist, ich bin eine neue Schöpfung. In mir ist das Verlangen, Gott zu suchen, in mir ist das Verlangen, Gott zu dienen. Ich kann, weil Gott gesagt hat, du sollst. Nicht, oh, ich armer Mensch, ich bin jetzt Christ geworden aus Gnade, jetzt muss ich mich heiligen. Oh, was für eine Plage. Hör mit dem Gejammer auf und sag, wenn Gott gebietet, dass ich mich heilige, dann heißt das, es ist möglich und er hilft mir. Und wie wir schon gesehen haben, Gott wirkt ja in mir. Er wirkt in mir das Wollen und Vollbringen. Halleluja! Er tut es. Alles, was ich zu tun habe, sagen, hier bin ich. Hier ist mein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und du kommst und sagst, Vater, hier ist mein Herz. Tu dein Werk an meinem Herzen. Lege die Dinge hinein, die da hineingehören und reiß die Dinge heraus, die da nicht reingehören. Tu du dein Werk an meinem Herzen. Und wenn wir diesen Lebensstil einüben, und wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, mindestens ein Jahr brauchst du, um da wirklich fest zu werden, um da ein klares Fundament zu haben.
dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Siehst du, bevor du Erkenntnis Gottes erlangst, was kommt zuerst? Die Furcht des Herrn. Ohne Furcht des Herrn keine Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Und hier genau dasselbe. So, die Furcht des Herrn kommt nicht einfach mit einem Gebet. Wir werden jetzt nicht schließen mit einem Altarruf. Du kommst nach vorne, sagst, ich habe verstanden, ich brauche die Furcht des Herrn, leg mir die Hände auf. Jetzt empfange ich im Glauben die Furcht des Herrn und jetzt habe ich es und das war's jetzt. Das wird nicht funktionieren, leider. Viele sehnen sich nach dem vollmächtigen Gastsprecher, der kommt und der ihre Faulheit überwindet, der sie beschenkt, obwohl sie überhaupt nicht sich qualifiziert haben dafür. Und es ist besser, wir hören jetzt auf mit diesem Traum und dieser Vorstellung. Ich lebe ein miserables Leben als Christ, aber eines Tages wird die Gemeindeleitung den vollmächtigen Mann Gottes einladen. Der legt mir die Hände auf und von diesem Augenblick ist mein Leben wie eine Rakete und ich starte durch und siegreich und kraftvoll und keine Niederlagen mehr. Das wird nicht kommen. Es gibt nur einen Weg. Es gibt einen Berliner Witz. Ein junger Mann auf der Straße fragt einen alten Herrn, wie komme ich zur Oper? Der alte Herr sagt, üben, 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 junger Mann, viel üben. Und so ist es mit Christsein. Du kannst lernen zu überwinden. Du kannst lernen, das in Anspruch zu nehmen, was Gott schon in dich hineingelegt hat. Und alles beginnt mit der Furcht des Herrn. Und aus der Furcht des Herrn kommt die Erkenntnis Gottes. Und aus der Erkenntnis Gottes, das haben wir vorhin gesehen, kommt Frieden, Geborgenheit, Zuversicht. Sich wissen in der Hand Gottes, keine Angst zu haben, egal was der Feind auffährt für Bedrohung. Jetzt denken wir, die große Bedrohung ist, du könntest vielleicht gezwungen werden zu impfen, ihr Lieben, geimpft zu werden. Da kommen noch ganz andere Bedrohungen. Und wir sind nicht einschüchterbar. Oder ist das Deutsch? Man kann uns nicht einschüchtern. Wir sind Überwinder. Wir tun das, was Gott uns sagt. Halleluja. Wir folgen ihm. Wir sind von ihm abhängig. Und wir sind bereit, für unseren Glauben zu stehen, einzustehen und irdische, unangenehme Konsequenzen zu ertragen. Weil wir wissen, dass alles dient einem höheren Ziel. Es geht um ihn. Es geht um die Schätze. Es geht um seine Gegenwart. So, das ist dein Programm. Die ersten drei Verse, ersten vier Verse. Und dann tut Gott seinen Teil. Du wirst die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Halleluja. Das ist das Programm. Wie heißt es in der Aufgabe? Ein festes Fundament des Glaubens zu errichten. Und dazu lädt Gott dich ein. Und egal wie kompromissbereit und geistlich faul oder inkonsequent, nachlässig du bis jetzt warst, es gibt keinen Teufel, es gibt keinen anderen Menschen, es gibt niemanden, der dich hindern kann, hier und jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, ich werde aufstehen. Ich werde mich nicht mehr bevormunden lassen von Unlust, von Verzweiflung, von geistlicher Langeweile, von Desinteresse, von Müdigkeit, von Verzweiflung oder von Angst. Nichts kann mich aufhalten. Ich bin frei. Ich kann eine Entscheidung treffen. Gott sagt, ich lege euch vor, Leben und Tod, Segen und Fluch. Und jetzt wählt. Und weil manche von der Fülle der Optionen so überwältigt sind, dass sie jetzt gar nicht wissen, was sie machen sollen, gibt es sogar noch eine Wahlhilfe. Und Gott sagt, wähle das Leben. Halleluja, ist das nicht gnädig von ihm? Tod, Leben, Fluch, Segen, wähle das Leben. Gott kennen ist Leben, hat Jesus gebetet, Johannes 17. Gott zu kennen, das ist das Leben. Halleluja. Und es braucht
diesen Lebensstil des Suchens, des Fragens, des Treuseins in Tagen, wo alles mir sagt, heute nicht beten, heute nicht, bitte nicht, morgen vielleicht, aber heute, nee. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Aber du bist nicht das Fleisch und du bist Geist und du bist in Feindschaft gegen das Geist, gegen das Fleisch, Entschuldigung. Du bist in Feindschaft gegen das Fleisch und du kannst überwinden, weil er das in dich hineingelegt hat, weil die Kraft des Geistes in dir ist. Und der in dir ist größer als der, der in der Welt ist. Kein Teufel, kein Widerstand, keine gesellschaftliche Atmosphäre, kein Geist der Angst, nichts kann dich lähmen, weil der, der überwunden hat, wohnt jetzt in dir. Du musst ihm nur Gelegenheit geben, aufzustehen und sein Werk in dir zu tun. Und das ist jetzt deine Entscheidung. Und dafür bin ich gekommen, um dir das klar vorzulegen. Und ich maße mir nichts an, aber ich weiß, diese Botschaft wird deine Zukunft prägen. In die eine oder in die andere Richtung. Und als Vorbereitung für die turbulenten Zeiten, die noch vor uns sind, gibt es keine klare und einfache Antwort als diese hier. Nicht, weil ich mir irgendwas einbilde, aber ich habe aus der Bibel bewiesen, was wir brauchen, ist ein unerschütterliches Herz, ein Vertrauen in Schwierigkeiten, das nicht aufgibt. Und das gibt es nur bei ihm. Und das gibt es nur, wenn du diesen Weg gehst. Und ich möchte jetzt für dich beten. Nicht, indem du nach vorne kommst, aber du kannst jetzt entscheiden. Gott hat geredet, ich will das. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass es klar ist, dass es schneidet, dass es ermutigt und ruft, herausfordert und ermutigt und Zuversicht gibt. Danke, dass du kein Gott von Wischiwaschi bist. Danke für Jesus, den du gegeben hast, in den Fluch, in die Ablehnung, in das Getrenntsein von dir, damit wir jetzt den Segen haben können, damit wir dich haben können, deine Gegenwart, deine Hilfe, deine Liebe. Und Vater, ich bete für meine kostbaren Geschwister und ich danke dir erstmal für das Vorrecht, dass du mich gesandt hast, dass ich dieses Vorrecht hatte, diese Botschaft ihnen zu geben. Und jetzt bete ich, Vater, dass du jedem hier die Weisheit gibst, dass da nicht einer ist, der sagt, naja, schön gepredigt, aber muss man nicht alles so ernst nehmen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und irgendwie das alles wieder kleinreden und zunichte machen. Ich bete, dass jedem Einzelnen das ganz klar vor Augen steht, worum es jetzt geht. Und jeder Einzelne Weisheit hat und sagt, ich will nicht nur irgendwie so durchkommen, sondern ich will stehen in den turbulenten Zeiten. Ich will meinen Platz einnehmen. Ich will ruhen in der Gewissheit, er ist mit mir. Und ich bin ein Segen für andere. Und ich muss mich nicht um mich selbst kümmern, weil er kümmert sich um mich. Und ich kann jetzt anderen dienen und helfen, die Augen geöffnet zu bekommen und zu sehen, was für eine herrliche Erlösung da ist. Oh, ich bete für jeden Einzelnen, dass dein Geist auf ihn kommt, auf sie kommt und sie ganz nüchtern und ganz realistisch, nicht aus Emotionen heraus, sondern aus kühler Überlegung. Ja, das war das Reden Gottes. Das ist die ausgestreckte Hand Gottes. Das ist das Angebot Gottes. Und alles, was notwendig ist, ist die Gnade zu nehmen und mein widerliches Fleisch zu kreuzigen und zu tun, was Gott mir aufgetragen hat zu tun, ihn zu suchen, fleißig zu sein im Wort, ihm Raum zu geben, durch den Heiligen Geist das Wort scharf zu machen und in mir zu schneiden und zu trennen Seele und Geist und mich klar und eindeutig zu machen und zu trennen von aller zweifelhaften, selbstsüchtigen Motivation. Komm, Heiliger Geist, durchbohre Herzen, trenne
Setz uns frei von dem, was nicht zu uns gehört. Und öffne uns die Augen über die Schätze, die da sind. Und der größte Schatz bist du, deine Gegenwart mitten im Sturm, Zuversicht mitten in dunklen, turbulenten Zeiten. Komm, Heiliger Geist. Und ich bete, dass da nicht einer zurückweicht, nicht einer das abtut, nicht einer sein Herz zumacht, sondern sagt, Gott hat heute geredet. Und ich werde diese Botschaft noch 5-mal hören. Und ich werde das studieren im Wort. Und ich werde dieses Leben lernen, egal wie schwer mir das vorkommt. Ich bin nicht beeindruckt von dem Aufstand der Lustlosigkeit und der Rebellion, die in meinem Fleisch aufsteigt gegen dies hier. Ich weiß, es gibt keine Alternative. Tu dein Werk jetzt, wunderbarer Heiliger Geist. Und zieh Menschen in das Licht, in die Wahrheit, in die Gegenwart Gottes. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, dass das ein Moment ist, den wir einmal wiederfinden werden in der Ewigkeit. Und dass Lebensläufe heute neu geschrieben werden. Eine neue Kurskorrektur, eine neue Festlegung stattfindet, die nicht aus Emotionen ist, sondern aus Überzeugung, aus der Wahrheit. Und die standhalten wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren und Jahrzehnten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass jeder Einzelne durch deinen Geist begreift, er steht vor dir. Und hier ist ein Gnadenangebot, das man nicht ausschlagen darf, das man nicht ausschlagen kann. So segne ich jeden meiner kostbaren Geschwister, jeden Einzelnen. Mit Vernunft, mit Weisheit, mit klarer Überlegung. Was will ich mit meinem Leben anfangen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Und ich danke dir, dass aus dem heraus Dienste geboren werden. Dienste in der Kraft des Heiligen Geistes geboren werden, die es noch niemals zuvor gegeben hat. Die einen gewaltigen Segen freisetzen werden für viele, viele andere. Deren Gott kennen, werden sich stark erweisen und entsprechend handeln. Danke. Halleluja. Wunderbarer Gott. Preis sei dir. Halleluja. Amen, Amen. Amen. Halleluja. Amen.